Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Asreiter. Wir sind in Folge Nummer 21 von Simotrans mit dem Comic Pack. Ja, hier fahren so schöne Schiffe rüber. Letztes Mal hatten wir geguckt, dass unsere neue Linie auch funktioniert. Können wir ein bisschen reinzoomen gerade. Da ist keiner drinne. Und wo fährt der überhaupt hin? Lippstadt-Schwandorf. Okay, Lippstadt-Schwandorf. Okay. Und der dann da? Lippstadt-Schwandorf. Wieso sind das denn drei? Und, warum ist da noch einer? Schwandorf-Willensdorf, okay, das passt ja dann noch. Hat aber auch niemanden drin. Ja, da müssen wir mit den Schiffen mal gucken, wo die alle hinfahren und ob das alles so richtig ist, ne? Würde ich sagen, nach dem Intro geht's dann weiter. So, das hier ist jetzt komisch, ne? Lippstadt. Willensdorf. Und der da, ja, der muss ja dann auch Willensdorf sein, oder? Ja, ist er auch. Der hat tatsächlich also 8 Passagiere drin, ne? Ja, gar nicht so schlecht. Die anderen hier, die waren jetzt hier. Ach, da sind auch 8 drin jetzt. Lippstadt Schwandorf. Und der hat jetzt aber 0. Da ist doch einer zu viel dann drauf, oder? Na, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht, oder? Gucken wir mal die Marge an. Was sagt denn die Marge so? Die war doch letztens vielleicht auch gar nicht mehr so gut, oder? 3 minus. 15 plus, aha. Da haben wir den Salat schon. Und wie viel stehen hier jetzt? 19 Passagiere werden über Erlangen 2. Ja, die wollen rüber, das ist schon mal was. Lippstadt? Achso, die warten aber auf dem anderen Schiff. Das Lippstadt lag. Nee, das ist schon passend. Lippstadt ist ja hier mit der Kutsche runter, ne? Ja. Okay. Das heißt, hier fehlt es auch an Kutschen, ne? Die ist nämlich voll. Vielleicht muss ja doch ein Zug hin, ne? Aber nee. Wie viel stehen denn jetzt hier? Also die wollen mit Erlangen, wollen ja nach runter. Da sind jetzt gleich die hier in dem Schiff drin, ne? 16 bleiben aber 3 stehen. Ist nicht schlimm, weil dann kommt schon die nächste. Das geht. Aber die 8 machen mir Sorgen. Wie viel stehen denn hier? 15 Passagiere Schwandorf-Wald. Das heißt, da muss definitiv was mit einer Kutsche mehr noch werden. Die und dann ist das hier. Lippstadt Hafenkirche heißt das Ding, okay. Lippstadt Hafenkirche. Und den starte dann auch mal. Okay, dann ist da einer mehr auf jeden Fall drauf. Da sind dann 6er, ne? Obwohl hier 15 stehen und naja. Aber einer mehr ist schon mal besser wie gar keiner, ne? Und hier stand noch 8. Ach so, ist ja offen. Das ist dann eine Kutsche auf jeden Fall noch mehr. Und er hat jetzt hier geladen. Nö, hat er gar nicht. Lippstadt Schwandorf, waren die nicht dafür? Ach, der ist doch hier offen. Bei Erlangenzweig, ach, Erlangenzweig ist hier rechts, ne? Erlangen ist hier. Oh oh. Ja. Der braucht aber noch lange dann. Wie viel stehen denn hier? Über Schwandorf-Wald. 5. Also hier ist ja... Da brauchen wir mehr wie ein Schifflein, was darüber fährt. Haben wir aber eigentlich auch. Hier ist nämlich schon das zweite, oder? Erlangen-Schwandorf. Ist das das auch? Ja, 2 sind es. Eigentlich reichen die. Er hat 6, er hat 3. Könnte funktionieren, ne? Und das hier sind nochmal welche, die von da hinten nach da fahren, von Erlangen nach Waldhafen. Also von wie heißt der Ort? Wisslingen? Nee. Wann enden? Aber hier steht jetzt keiner. Oh, doch, 12. Aber die wollen zum Rathaus, okay. Das heißt, die Schiffe haben die da hingebracht. 6 sind drauf. Hier sind 3er drauf, okay. Das heißt aber, dass hier hinten vielleicht bei Wannenden eine Kutsche fehlt, oder? Bestimmt fehlt hier eine Kutsche. Hier stehen ja auch schon 18. Da rüsten wir mal gerade auf. Regionalbus. Ich glaube, ich kopiere den mal. Auf der langen Strecke kann ruhig einer mehr fahren oder auch 2.
Werden wir da ja im Endeffekt auch schon wieder drüber erlegen müssen, dass bei der langen Strecke vielleicht besser ein Zug unterwegs wäre, ne? Hier, der wird doch voll sein, ne, oder? Ja. Okay, da müssen wir drüber nachdenken, ob wir das in der nächsten Folge vielleicht machen. Gut, gucken wir uns erstmal hier nochmal so Haupt. Wie viele stehen denn hier? Wow, 30 Passagiere warten. Alle wollen weg. Und er hat 27. Die gehen aber alle nach hier unten hin, ne? Und der fährt jetzt aber noch nicht nach da unten hin, oder? Der fährt doch jetzt da links rum noch, oder? Hat aber eingepackt, oder? Nee. Zweikhafen ist hier, ne? Ja. Der kommt gleich zurück und dann nimmt er die mit, oder? Stehen denn hier schon welche? Ich glaube nicht, ne? Soweit ist es noch nicht, ne? Das Schifflein fehlt ja auch noch, ne? Das war ja letztes Mal noch unterwegs, oder? Hier, da ist es, oder? Ja, Seequerung. Hat aber schon, ich glaube, das war letztes Mal hier unten noch. Das ist also schon mal ganz gut unterwegs. Wie sieht es denn hier unten aus mit der Seequerung? Bayreuth, Gütersloh. Bayreuth ist gut. Das ist dann da lang. Und das ist jetzt hier dann schon gleich voll. Der ist auch voll. Zweibrückenburg ist da unten. Okay. Dann bleiben da gleich noch drei stehen. Und hier. Oh. Da stehen natürlich reichlich, ne? Na, dann ist das aber erstmal so. Ja, hier kommen jetzt immer die Schiffe, die Züge an, die sind dann voll geladen wahrscheinlich, ne? Wie sieht es an der Kirche aus? Steht niemand? Ist denn in der Kutsche für die Kirche einer drinne? Auch nicht. Okay, das ist jetzt erstmal Nebensache. Stehen hier welche? Sechs Passagiere über Bayreuth-Waldhafen, nach da unten also. Wie viel sind da drinne? 40 von 62, das geht. Und hier ist der Gegenverkehr. 47, die da runter wollen. Okay, auch gut. Hier warten drei nach Ettlingen. Ettlingen waren aber nach da, aber ist auch nicht schlimm, weil das ist ja auch gerade so angelegt, dass das so passt. Da sind nur 10 drin, aber insgesamt fährt das Züglein auch plus. Hier sind 12, 6 in die Richtung, 6 in die Richtung, das ist auch okay. Und wie ist es hier in Ettlingen? 39 Passagiere, okay. Die wollen natürlich alle nach da. Über Bayreuth-Waldhafen wollen sie auch übersetzen dann. Wie viel ging auf dem da? 60, ne? 62 sogar, okay. Müsste das ja eigentlich hier klappen, dass er die alle mitnimmt, oder? 42, jo. Gut, wo steht der jetzt rum? Achso, der ist gerade da. Nee. Der Wartezeit? Nein, der hat doch keine Wartezeit, oder? Ist da jetzt gerade ein zweiter Zug und wir haben ein Problem? Nee, kann nicht sein, dass ein zweiter. Doch, da ist ein zweiter Zug. Da ist ein zweiter Zug, wir haben ein Problem. Gut, dass wir es gerade gesehen haben, oder? Das heißt, da muss eine Ausweiche her. Gut, dass das gerade so auffällt, ne? Signal schnell gebaut. So sitzt es. Der fährt, der müsste jetzt eigentlich auch fahren, oder? Ja, gute Frage. Also er fährt ja schon mal los. Das ist schon mal gut. Wieso fährt der jetzt nicht? Vielleicht sollten wir hier auch noch eine Ausweiche hinmachen. Besser wäre es, oder? Ne, das war falsch, das ist richtig. Macht da besser auch noch eine Ausweiche hin. So, jetzt kann der nämlich auch fahren. Ich glaube, jetzt könnte das klappen, ne? Dass die hin und her fahren und passend fahren. Okay, der hat jetzt gerade einen anderen Weg genommen, weil der wollte auch noch erst geradeaus.
Und wahrscheinlich durch diesen kleinen Stau ist gleich der nächste Zug auch noch hier, falls da einer drauf ist. Aber ich glaube, es war noch, nee, es war noch einer mehr drauf, oder? Nee, doch nicht. Ja, das ist schlecht. Warte mal, dann können wir erstmal hier in Neubrandenburg gerade gucken. Wie wir stehen denn da? Bad Mergentheim 10. Ah, Via Menge war schon richtig. 12, 22. Ja, bis auf die unteren, die gehen in die andere Richtung. Also 9, 18, 28, 30, 40. Okay, das geht noch. Können wir noch mit leben, ne? Okay, die sind jetzt beide aneinander vorbei. Hier sind sechs, die da tatsächlich über den Zweig fahren wollen. Und hier hat er welche zurückgebracht? Nein, da waren ja keine. Weil da noch keine ankommen, weil die Seequerung auch noch nicht geht. Ne? Jetzt die Frage, sind schon auf der anderen Seite welche? Nein. Hier stehen jetzt schon 12. Was mag der Zug, macht der Zug hier? Der kann keine mithaben, weil die Seequerung noch nicht intakt ist. Aber der müsste gleich hier welche mitholen, ne, oder? Ne, hier geht auch noch nicht, weil hier auch noch keiner rüberfährt wahrscheinlich. Hier müssten sie. Da steht keiner. Aber er hat doch schon welche, oder? Ja, die ersten sechs sitzen da drin. Okay. Dann wird es bald werden, ne? Wie hieß denn die Strecke hier rüber? Da muss ja auch ein Schiff unterwegs sein für, oder? Wo finde ich die denn? Also das eine war ja schon weit, weit weg, oder? Da. Das ist die Seequerung. Wo ist denn das andere? Das muss ja hier hoch irgendwo unterwegs sein dann. Auf dem Meer ist nichts zu sehen. Das Kleine ist da. Und den eher losgeschickt, weiß ich gar nicht mehr. Hier ist keiner zu sehen, ne? Jetzt ist die Frage, wo der ist. Verbindung. Das ist der. Fahrzeugliste. Ah, doch, da. Wo tuckert der lang? Okay, der tuckert auf dem Festlandseite da gegenüber bei Ettlingen lang. Okay. Wenn das der Weg ist. Okay, aber ne. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen darüber, ne? Ja. Das wird noch dauern, bis die ankommen, ne? So, was machen die anderen Ziele hier? Neubrandenburg hat mal reingeguckt, dafür Gütersloh 9. Okay, das geht alles. Das ist erstmal nicht schlecht. Hier unten fährt auch gerade einer weg. Wie sieht der denn mit der Beladung aus? 20 und der. Oh, der ist voll mit 62. Heißt, in Köln stehen noch reichlich Leute oder sind die da auch? Ach, da ist sogar schon einer. Okay, dann ist halb so wild. Aber es stehen noch einige da. Und der hat 36. Es läuft auf jeden Fall, ne? Der fährt ja dann zurück. Hier müsste ja irgendwo auch noch einer sein. Kriege ich den noch? Ja, 54 hat er. Hält jetzt da gerade an in Jena. Jena, ja. Hat für Königsbrunn 40 Fahrgäste eingeladen. Und wie sieht es in Königsbrunn aus? 21. Okay, das geht ja alles. Aber fährt hier nur einer? Da fährt tatsächlich nur einer. Aber das ist. Ist das gut oder ist das schlecht? Na, das ist gut, weil 10, 17 wollen nur darunter. Dann müsste das passend erstmal noch sein.
Und der Rest ist jetzt hier dran, ist schon 49. Gut. Jetzt kommt natürlich dieser Zug hier schon und der wird nicht so viele davon wegholen dann, aber naja, ist halt so. Die sind gerade auch alle drei hier oben, ne? Oder sind das sogar mehr wie drei? Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Ah, hier steht auch noch einer in Gütersloh. Aber der fährt ist nicht auf der Linie, der fährt nach Zweibrücken oder nach unten runter sogar. Ja, nach Zweibrücken. Er hat 22 geladen und hier stehen natürlich 97 Passagiere. Lüneburg. Oh. Ja, da muss man gucken, ob man die Linie nicht einzeln nachher macht. Von Ort zu Ort fährt und nicht eine Kette macht, das bringt nicht unbedingt was. Aber am Anfang ist das noch ganz nützlich. Die wollen alle hoch. 14 wollen runter, Neubrandenburg will hoch. Der will auch runter. Ja, das ist also alles machbar, ne? Ja, der kommt ja jetzt, glaube ich, auch schon hier runtergefahren. Dann geht das schon, das wird schon werden. Gut, was macht denn Zweibrücken denn, wenn wir da schon mal sind? Ach, da unten steht schon einer. Der hat 6 geladen. Okay, der hat immer so eine Termingeschichte, glaube ich. Der muss irgendwie beladen mit so und so viel. Okay, er fährt runter zur Burg. Zum Hafen. Hier steht niemand. Okay. Schöner wäre es gewesen, wenn da welche stehen. Hier stehen welche. Hier fährt ja auch einer, ne? Mit 39 zum Hafen. Hier stehen auch reichlich. Alle zum Mitnehmen. Das ist aber auch okay so. Und der muss ja auch plus einfahren hier, ne? Ja, macht er auch. Macht er auch gut. Und dieser hier hat jetzt keine mitgenommen, okay. Ja, wäre immer zu überlegen, ne? Ah, ne, wäre nicht zu überlegen, weil hier ja reichlich stehen zum Abholen noch. 58, ne? Wollen die alle rüber, ne? Ettlingen und Bayreuth nicht, aber 49 wollen rüber. Das sind ja nur noch ein paar Schiffsladungen. Das ist alles okay soweit. Na, der hat auch schon 48, die er mitnimmt. Das kommt. 9 zum Hafen, dann nimmt er keinen mit. Ich glaube, das ist Lübcard. Er hat 51. Und da hat er noch 9. Die nimmt er nicht alle mit, nur 6 davon, aber passt erstmal. Achso, wir haben da auch noch so einen Ort. Den müssen wir uns mal angucken hier. Willensdorf. Was macht der Hafen? Oh, da sind reichlich dran. Die wollen aber zum Rathaus. Also Schifffahrt ist hier auch schon gegeben. Nach Schwandorf wollen 9. Hier stehen 21. Willensdorf-Wald, das ist der Hafen. Naja, und hier an der Burg. Oh, stehen auch einige. Ich glaube, wir müssen hier mehr Kutschen machen. Und zwar Willensdorf, Willensdorf-Burg ist das dann, ne? Starte den mal. Aber das ist alles Willensdorf-Burg, den man erweitert, oder? Ne, Willensdorf-Hafen, da gibt es einen Stadtbus. Warte mal, das sind. Das sind 16. Und hier? Ach, haben wir irgendwo offen, ne? 21. Ja, aber da sind nicht genug Schiffe, oder? Doch, da kommt gerade schon wieder eins, ne? Hat auch schon 8 geladen. Wie lange fährt denn der da so hin und her? Oder ist noch einer? Hm. Ach, guck mal, der eine, der ist schon hier. Ich glaube, das ist der fürs Festland, oder? Nee, auch noch einer von Willensdorf, der hat gerade abgeholt. Also sind da genug drauf. Ich glaube, wir machen da noch gerade eine Kutsche für den Hafen auch noch mehr. Stadtbus war das, ne? SB. Willensdorf Hafen. Starte den mal. Das wird schon besser werden hier.
Der hat nämlich auch schon wieder 8, das ist mehr wie eine Kutsche. Und so ein bisschen Fahrzeit haben die ja auch. Und der kommt da ja auch gleich an, ne? Sieht so aus, als ob da sogar zwei sind, ne? Da erscheint es mir, dass wir vielleicht besser eine 1 irgendwo reinsetzen auf dem Fahrplan, damit die ein bisschen Abstand gewinnen, oder? Ja, Milsdorf-Waldhafen ist jetzt hier. Der ist jetzt gerade losgefahren mit 15 von 16. Und die anderen beiden, da sind nämlich zwei, die müssen nämlich stehen bleiben. Machen wir gerade schneller, dass die da sind. So, jetzt müssten die nämlich stehen bleiben, bis da einer kommt. Und das sollte gleich sein, sobald da eine Kutsche hier ankommt. Der hat nämlich 6. Das heißt, dann fährt nämlich einer von den beiden. Und hier stehen aber noch welche, naja. Lass mal fahren. Schneller. So, jetzt müsste auch ein Schiff dann wegkippeln und das andere müsste stehen bleiben. Der hat einen geladen und der hat auch einen. Ach, jeder hat einen geladen. Auch. Ach so, warte mal. Nee, sind beide auf der gleichen Strecke. Es ist jetzt wieder unerklärlich, warum jeweils in jedes Schiff einer reinsteigt. So Blödsinn, oder? Na, dann ist das erstmal so. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet, dass sowas ist. Da sind noch 6. Das heißt, hier stehen auch noch welche, ne? Ja. Okay. Läuft aber erstmal. Ich hoffe, das ist unser. Ne, ist es auch nicht. Wo ist denn das eine Schiff jetzt? Ist das schon angekommen? Nein, das fährt hier noch rum. Schwandorf Festland ist erst hier. Ah. Und wo ist unser Seeding? Oh, kommt schon langsam an. Ist schon auf dem Fluss hier. Ist nur die Frage, ob hier schon was ist. Kann nicht sein, weil die anderen noch nicht da sind. Aber hier kann schon sein, ne? Das heißt, die 18 werden jetzt demnächst abgefrühstückt. Lass mal gerade schneller laufen. Ah, jetzt pass auf. Beladung ist da, 100%, ne? Fahrplan. Ja, ist da 100%. Bei beiden Seiten ist 100% der Fahrplan. Ist das sinnig? Ja, ist so gerade. Und der wird ja keinen drauf haben bis jetzt, weil da die Schiffe fehlen. Hier müssten jetzt Leute sein, sind sie auch 6. Da sind auch wieder 6, das ist schon mal gut. Wer fährt jetzt nach da weiter? Komm schon, ich will die Kutsche haben. Und da sind 3, die jetzt nach zum Auengrund da oben fahren. Und die ist die andere Richtung. Ja, 15. Hier stehen 22. Ja, was machen wir? Gute Frage, ne? Lass mal gerade schneller laufen. Da kommt. Da kommt das kleine Schifflein. Da sitzen jetzt 12. Wahrscheinlich haben wir das auch auf 100% gemacht. Das werden wir gleich wissen. Zug ist schon da, hat aber keinen gebracht, oder? Also der kann keinen mitnehmen, weil wir hier nichts haben, aber. Nö. Fahr mal schneller, ey. Zack. Okay, fährt zum oberen Hafen. Und
Lädt da 12 auf und 100% wahrscheinlich, ne? Ja, haben wir da auch gemacht. Aber hier sind die 100% doch näher, schneller, oder? Wann kommt denn da die nächste Kutsche? Die hat 6er. Das ist dann 18, ne? Ja, dann passt's ja. Dann ist das mit dem, ja, weiß ich nicht, mit dem Zug ist ja dann auch nicht so sinnig, ne, oder? Obwohl der lange Fahrt hat. Schwierig, schwierig zu beurteilen, ne? Vielleicht sollte der auch irgendwo warten, oder? Aber der hat viel mehr Kapazitäten, also das macht schon Sinn, dass der fährt. Mach mal schneller hier. Da oben kommt die Kutsche. Oh, wir sind schon wieder bei 26 Minuten. Das ist kaum zu glauben. Die Zeit rennt dann immer, wenn man hier drin ist, ne? So, jetzt müsste das Schifflein fahren. Macht es auch. So, das heißt, wir kriegen gleich unsere ersten Gäste hier auf dieser Seite. Jetzt wartet er natürlich auf der Seite für 100. Da muss aber die Kutsche noch, sag schon, die Eisenbahn jetzt gleich kommen. Ich lasse das jetzt nochmal schnell laufen. Ist natürlich eben gerade da gewesen, da kommt sie aber. Ha, nicht geschafft. Jetzt habe ich den Zug. Der Halt hat nichts mehr, ist klar. Jetzt lassen wir den Zug schnell laufen. Mit dem können wir eigentlich mal gerade mitfahren dann. Das kann zu. So, jetzt kommen wir zum Hafen und dann müsst ihr ja rüberfahren. Okay. Und der muss dann auch fahren. Weil da sind ja 16 drin. Das ist das erste Mal, dass der hier Geld macht. Oh, macht sogar gleich Plus daraus. Krass, hätte ich nie mitgerechnet. Okay. Und er fährt jetzt das erste Mal darüber und fährt auch wieder zurück, weil er genug hat. Bleibt jetzt aber da stehen. Hier stehen jetzt noch, oh, noch reichlich, ne? Okay, das ist dann halt jetzt gerade so. Ist dann die Frage, wie wir von dem Zug dann nachher kommen. Aber das hat jetzt erstmal so weit erstmal geklappt. 9 Euro waren da auch plus oder was es auch immer ist. Er hat die 16, ne, er hat gar keinen drin, ist klar. Jetzt ist noch die Frage, wie es hier aussieht. Schiff steht hier noch, das heißt, er wartet auch auf Passagiere. Das heißt, es kommt nichts nach. So, jetzt müssen wir überlegen. Wenn nichts nachkommt, bedeutet das, dieses Schiff wird hier immer warten. Und das wird da immer warten. Das heißt, hier wird nie einer fahren, weil diese Schiffe nicht fahren. Das heißt, irgendwo muss einer immer fahren. Hier stehen Achte. Sonst wird das nie klappen. Ich glaube, wir machen das mal mit dem hier unten, weil hier stehen mehr. Das heißt, diese Linie werden wir ändern müssen. Diese 100% müssen weg. Na komm schon. Weil das funktioniert sonst nicht. Auf einer Seite geht das aber nicht auf der anderen. Und hier, der fährt halt immer jetzt hin und her. Dem ist halt so. Der fährt jetzt dreimal hin und her und dann ist er so leer. Ja, dreimal hat das. Es wäre jetzt zu überlegen, ob das hier Sinn macht, aber ach, dieses eine Schiff, das wird uns jetzt nicht die Haare vom Kopf fressen, denke ich mal. Ja, müssen wir gucken. Mergentheim, Bad Mergentheim, Neubrandenburg, Neubrandenburg. Hier steht gerade keiner, der darüber will, wenn. Oh, hier fährt noch Kutschenbetrieb. Das ist, da passt was nicht. Ausmustern. Da ist auch noch eine Kutsche.
Wir fahren noch zwei Kutschen, das ist auch falsch. Oh, sind sogar welche drinne, noch besser. Ausmustern. Aber da können wir ja auch Ausmustern machen, wenn, ne, der leer ist. Gut. Haben wir es erst. Ich sage mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.